Hallo meine Lieben, das ist die Kartenlegung für morgen, den 18. Januar. Etwas ganz Wichtiges für morgen ab 18. Januar bis Ende dieses Monats ist Venus in Mula Nakshatra. Mula Nakshatra ist eine Nakshatra, in der hat auch viel zu tun mit Vergangenheit. Das bedeutet, es kann sein, dass ein Ex plötzlich bei dir meldet und wollt ihr irgendwelche klare Gespräche führen. Aber es kann auch sein, dass es eine Zeit für Seelenverbindungen zu klären. Es ist sehr gute Zeit für Klarheit. Ich hoffe, dass ich schaffe, noch ein Video dafür machen. Was das Videos zu machen zu tun hat. Es ist so, dass ich habe sehr viele Projekte, dass es nicht immer alles läuft nach meinem Plan. Auch andere Menschen haben viel Stress im eigenen Leben. Wir haben wirklich überall auf die Welt schwierige Zeiten, nicht nur hier in Deutschland, auch in anderen Ländern. Wir sind in großem Umbruch, alle. Und das bedeutet, dass nicht meine Pläne funktionieren mit anderen Menschen Pläne, weil es ist nicht die Zeit oder es gibt irgendwelche Probleme im Hintergrund. So, das bedeutet auch, dass ich arbeite an verschiedenen Projekten, ich mache mein Bestes. Und ich kann nicht immer die Videos hochladen oder auch machen, die ich würde gerne, weil ich bin alleine. Ich arbeite momentan alleine. Und noch zusätzlich kommt, es ist so, dass ich arbeite nur in produktiven Zeiten. Es gibt bestimmte Sachen, wo ich drauf achte, das sind ein paar Stunden Lücke in jeden Tag, wo ich kann diese Videos hochladen, wo es Sinn macht, hochzuladen, weil ich etwas jetzt gerade auch teste. Natürlich, das gehört dazu. Ja, ich bin ein beschäftigter Mensch. Ja, ich habe viele Pläne. Ja, ich habe viele Sachen. Zwischendurch muss ich auf mich achten und so weiter. Aber ich bin immer da für private Kartenlegungen, wenn ihr Interesse habt und wenn ihr es auch wünscht. Kann bei mir per WhatsApp und E-Mail und Co. melden. So, etwas noch Wichtiges. Mir hat eine junge Frau, ich glaube, das war Frau, gemeldet, wenn du sagst, alles wird gut, muss ich was heulen oder auch lachen. Ich weiß, dass es sehr schwer ist, wenn man schwierige Zeiten hat, sowas zu hören. Also ich kenne das selber. Ich hätte wahrscheinlich jemand eine rein erwischt. Bei mir ging es so beschissen und so schwierig ging es zu dem Zeitpunkt. Es dann klingt wie, was weiß ich, ja, Klatsche ins Gesicht. Das weiß ich auch. Das kenne ich auch. Aber sieh es von der Perspektive, wenn das möglich ist, für, an deine, von deiner Seele. Diese schwierige Zeit, du erlebst, um etwas zu erlernen. Das ist Entscheidung deiner Seele, eine Aufgabe zu erlernen. Wir erlernen nicht, wenn es uns alles wunderbar läuft. Wir erlernen nicht. Wir erlernen, wenn es eine schwierige Zeit. Es klingt schwierig und es klingt auch beschissen, ich weiß, kenne ich das selber, aber es ist so. Ich habe gestern etwas gemacht. Ich hatte vor Jahren eine sehr schwierige Zeit für mich. Ich habe die durchgestanden. Dieser Ring steht dazu. Meine Ringe haben eine Bedeutung. Dieser Ring habe ich einen Schwur, den ich halte seit Jahren. Seit, muss man überlegen, 16 Jahren. Und das ist ein Ring, was ich hier mir, ja, gegönnt habe oder auch mir als Dankeschön geschenkt habe. Es geht nicht um das Geld, was das Ring gekostet hat. Das war billiger Ring. Aber das ist etwas, eine Verpflichtung, ich bin damit eingegangen, ein Schwur. Und diesen Ring trage ich, um zu erinnern, was ich durchhalten kann. Ich habe gestern bei, ich hatte in meinem Leben eine Mobbing-Situation, die hat mich wirklich umgehauen. Danach kamen auch sehr schwere Zeiten in meinem Leben. Ich bin noch nicht so weit, dass ich darüber überhaupt auch richtig aufarbeiten kann.
Und gestern habe ich mit jemandem in Verbindung gesetzt und angesprochen, sozusagen mit mir in Kontakt zu treten. Für mich war viele Jahre das überhaupt nicht machbar. Ich war provokativ. Ich habe ja gepiesackt über meinen Schmerz erinnert. Ich werde wahrscheinlich nie diese Sache klären, was da ist gelaufen. Aber darum geht es nicht. Geht es darum für mich, dass ich habe für mich eingesehen, nach so langer Zeit, ich bin fähig, mit diesem Thema viel besser auseinandersetzen. Und ich danke euch, wirklich danke euch, weil mein Selbstwert damals war sowas von auf den Null oder auch, ich war immer selbstbewusst, aber Selbstwert mein war sowas von auf den Null nach dem Mobbing. Ich war so psychisch angegriffen, das wünsche ich niemanden auf diese Erde das erleben. Aber ich bin aufgestanden und ich bin aufgestanden auch verdank euch. Verdank euren Kommentaren. Und was ich wollte damit sagen, dieses Erlebnis mit Mobbing, das steht auch für dieses Ring dafür. Ich habe durchgehalten, ich habe durchgestanden. Was mir sehr auch leid viel gebracht hat, nicht nur mir, auch meiner Familie, steht dafür, über meine Beharrlichkeit, über meinen Ausdauer. Und da ist auch verbunden ein Schwur. Jetzt, nach so vielen Jahren, wo ich bin in Heilung, Heilung passiert nicht in einer Woche. Ihr weißt auch zum Beispiel bei Liebeskummer, das passiert nicht in Monaten oder Wochen. Manchmal kommt noch irgendwelche Wellen nach Jahren. Oder man versteht etwas nach Jahren. Und dieses Erlebnis, was ich hatte, ja, weil das hat mich so umgehauen, so sehr mich verletzt, arbeitet noch immer. Aber jetzt verstehe ich vieles. Peu à peu, diese Leichen aus meinem Keller habe ich rausgeholt. Peu à peu Sachen unter dem Teppich rausgeholt. Ich war kein Unschuldsengel. Weiß Gott nicht, ich bin nicht ein Unschuldsengel. Nicht alle Menschen vertragen meine Direktheit und meine Art zu sprechen. Also ich mache damit sehr, sehr viele Feinde in meinem Leben. Weil nicht alle mögen diese direkte Art von mir. Und ich habe auch viele, ja, Feindschaften erlebt dadurch, weil ich war zu direkt. Es gibt tollen Spruch in Türkischen. Wenn du möchtest überall willkommen heißen, rede nach dem Mund. Aber wenn du sagst, die Wahrheit in jedem Haus, wirst du mit Steinen und Hunden vertrieben. Ja, und das ist, passt zu mir. Ich habe große Klappe. Und nicht alle können das, was ich sage, auch annehmen, weil es triggert. Es triggert irgendwas in einem. Und das ist mir bekannt und das weiß ich auch. Kurz gesagt ist das Folgendes. Ich habe diese Zeit überstanden. Ich habe daraus sehr viel gelernt. Und wenn ich sage jetzt dir, diese schwierige Zeit, alles wird gut, dann glaub mir, du wirst in ein paar Jahren verstehen, für was war diese Zeit gut. Du wirst verstehen, wieso hast du unglaublich schwere Zeit erlebt. Du wirst daraus auch Positives ziehen, auch wenn du jetzt das nicht siehst. Und wenn du dann schaust auf deine Vergangenheit, auf dein Leben, wie viel du hast gemeistert in deinem Leben. Und ich empfehle dazu wirklich einen Zettel zu machen und zum Beispiel aufschreiben, ich habe alleine großgezogen meine Kinder. Ich habe schwierige Situationen in Arbeit über sozusagen geschafft. Ich habe hochgearbeitet in einer Führungsposition. Ich habe schwierige Situationen in Familie mit Angehörigen geschafft. Das sieht viele Menschen nicht. Das werden auch viele Menschen nicht nachvollziehen können und verstehen. Aber deine Seele weiß es, was du durchgezogen hast und wie du diese Prüfung, diese schicksalhafte Prüfung bewältigt hast. Und wenn ich sage, alles wird gut, dann ist es auch mein Vertrauen und mein Glauben auch dazu. Alles wird gut, auch wenn das so jetzt nicht aussieht. Wo ich hatte diese schwierige Situation, mir ging es wirklich psychisch sehr schlecht. Da bin ich auch selber gewisserweise verantwortlich.
Das, ein Mobbing ist, ist immer auch zwei Seiten. Jemand, der tut, jemand, der auch mitmacht. Und natürlich gibt es auch Retter. Ich bin dankbar auch für diese Mobbing-Situation, auch an diesen Menschen, die mich verletzt haben oder auch mich im Stich gelassen haben oder auch, ja, auch manche Sachen unter Teppich gekehrt haben. Die haben mir eine unbezahlbare Lehre gemacht. Ich weiß, dass diesen Menschen in ihrer Seele irgendwo tut weh. Wenn auch nicht fähig mit mir, das auszusprechen oder auch anzuschauen, ich weiß, dass diese Menschen irgendwann mit diesem Thema auseinandersetzen werden oder haben. Es gibt sowas wie innere Wahrheit. Innere Wahrheit zu wissen, ich habe falsch gehandelt. Das sind die unsere Wahrheiten in den Keller, die Leichen in den Keller. Die kommen immer wieder, kommen hoch. Ich habe auch in meinem Leben sehr viel Mist gebaut, aber hallo. Und die irgendwann uns erinnern, was wir getan haben. Und dann kommt der Scham und Schuld. Und ich weiß auch, dass diese Menschen, egal welche Menschen das waren und was die getan haben, ich habe für mich vergeben. Ich habe für mich verziehen. Aber ich bin auch unglaublich dankbar, weil ich aus dem allem habe auch sehr viel gelernt. Ich habe gelernt, wie stark ich sein kann. Ich habe gelernt, ich habe auch Vorbilder gehabt und ich bin dankbar auch für diese Beharrlichkeit, weil ich habe das abgeguckt von jemandem, der mir diese Beharrlichkeit gezeigt hat. Für mich Menschen, die begegnen in meinem Leben, sind Lehrer. Auch wenn es sich sehr schmerzhaft Lehren, aber ich bin dankbar, dass ich das gelernt habe. Ich danke diesen Menschen auch nach 3 Jahren, auch wenn ich manchmal noch immer in Tränen ausbreche, für das alles, was es stattgefunden ist. Ich danke wirklich von ganzem Herzen. Und ich vergebe auch. Und wenn ich sage, alles wird gut, auch du wirst in ein paar Jahren verstehen, für was war das gut. Jetzt verstehst du das nicht. Wir haben momentan eine Situation, in der wir Karma-Auszahlungen stattfinden. Dafür muss ich auch Video machen, die sozusagen aufgesammelt hat. Und das bekommen alle. Irgendwelche Art und Weise. Aber du kannst für deine Karma oder Karma sozusagen tun, in tun das Gute. Und wenn du auch momentan nicht verstehst, für was es alles gut ist, vertraue darauf, dass es irgendwann wird dir das aufgeklärt. Irgendwann. Und auch wenn die anderen Menschen das verstehen nicht, irgendwann. Auch diese Menschen, nicht nur deine Seele macht Wachstum, auch andere Menschen Seele macht Wachstum. Das ist euer Seelenvertrag miteinander. Und man lernt nicht aus den Guten. Es gibt im Buddhismus Lotusblüte. Lotusblüte wächst nur dann, also man immer sieht diese Blüte sozusagen, das ist wunderschöne Blume. Eine Lotus braucht Dreck unten für ihren zum überhaupt Wachstum, Schlamm. Lehm, Wasser. Ich plane mir ein kleines Töpfchen mit Mini-Lotus besorgen für meine Terrasse. Hat mit meinem Religion auch zu tun. Und genau, das ist auch aus diesem Dreck, aus diesem Schlamm, kann eine Lotus erblühen. Und das alles, was du da machst, diese schwierigen Zeiten, werden irgendwann auszahlen. Für deine Seele. Natürlich, dann man sagt, ja, aber was ist mit meinen Finanzen, mit meiner Arbeit, dies und jenes? Das ist vergänglich. Das ist nur bestimmte Zeit. Das ist wirklich alles, was du jetzt durchziehst, ist nur bestimmte Zeit. Ich weiß, ich habe selber gedacht, nie werde ich mit diesen Menschen kommunizieren können, nie werde ich diese Sache auf die Reihe bringen. Nie, 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 nie. Ich wurde besseren belehrt. Ich kann so vieles nie, 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 nie. Ich werde immer wieder besseren belehren. Und auch wenn du hast schwere Zeit, du wirst das später verstehen. Materielle Sachen sind auch, natürlich, wir müssen auch von etwas ernähren und so weiter. Und irgendwie auch leben. Und das hat auch mit unserer Sicherheit zu tun. Das ist kein einfaches Thema, eigene Sicherheit, existenzielle Sicherheit.
Aber manchmal muss Sachen auch loslassen. Da spielt auch sehr große Rolle Ego, eigener Ego. Ich rede nicht über die Ernährung, sondern was bin ich, was habe ich, was kann ich. Da spielt auch eine Rolle Demut. Demut vor dem Schicksal. Und es gibt eine Karte. Ich suche die absichtlich. Ich hoffe, ich finde sie. Das ist Saturn-Neptun-Verbindung. Ja, das ist diese Karte. Hier geht es Demut vor dem Schicksal. Man sieht, dass es irgendwas ist, nicht gerecht. Aber das ist Entscheidung des Universums, des Gottes oder was auch immer, oder deines Seelenvertrags. Und manchmal muss man das loslassen. Die Ungerechtigkeiten, den Leid, den Schmerz, den Ego. Weil, wenn man beharrt da drinne, wird man verbittert. Wenn ihr kennt jemanden, der verbittert ist, glaubt mir, dieser Mensch ist todunglücklich. Ich trage auch in mir Bitterkeit. Das tragen wir alle. Aber es geht darum, je mehr man beharrt sich den Entscheidungen des Universums, so verbitterter wird man. Und es ist einfacher loszulassen. Es gibt Ungerechtigkeit, es gibt Kränkungen, die kann man nicht überwinden, das weiß ich. Das ist sehr schwer. Aber dran zu halten und sagen, Fingerpointing, du bist schuld, bringt auch nicht weiter. Vergeben, verzeihen. Nicht wegen den anderen, wegen sich selbst. So, das ist das, was ich zu sagen wollte jetzt. Und ja, kurz gesagt, ich habe gestern etwas gemacht, wo ich habe nicht getraut, jahrelang. Ich weiß, darf hier nicht stattfinden, ist auch okay. Aber ich habe für mich vergeben und verziehen. Ich wollte nur wissen, was daraus ist geworden von dem allem, was da passiert ist. Ich wusste, dass es wird nie irgendwas kommen. Weil der Person oder auch angenommen, auch andere Personen müssen auch mit eigenen Scham und Verantwortung und Schuld auch auseinandersetzen. Und ich triggere diese Gefühle mit meiner Anwesenheit, mit meiner Existenz. Dann ist es bei denen möglicherweise noch nicht so weit. Aber alles gut. So, wir fangen an. Was morgen stattfindet am 18. Januar. Mein Gott, die Zeit vergeht so schnell. Bei uns ist es heute so regnet, ich war ganz schnell, um meine Katze Futter zu holen. Sie frisst momentan wie ein Großer. Ja, und übrigens, ihr könnt bei mir per WhatsApp melden, wenn ihr quatschen wollt. Wenn ich habe Zeit, werde ich machen. Wenn ihr Interesse habt, mit mir haben eine WhatsApp-Gruppe, könnt bei mir melden. Aber ich sage gleich, ich ab und zu reinkomme am Tag oder auch einmal am Tag und werde das auf leise stellen, aber ich werde alles lesen. Na? Nur so Info. Und für mich, Privatlegungen stehen immer in vorne. Privatlegungen und auch die Videos und so weiter. Aber bei Videos mache ich nach produktive Zeit. Ne? Also es ist so, bitte nicht missverstehen, ich bin nicht hier überbeschäftigter Mensch oder sowas in der Art. Es gibt viele Sachen, was ich mache im Hintergrund. Oder auch für mich oder meine Familie oder auch, ja, meine Katze ist total wichtig für mich. Meine Katze hat eine Rolle wie ein Kind. Nein, es ist so, dass ich liebe meine Katze unglaublich und die tut mir unglaublich auch gut. Und ich beschäftige mich mit meiner Katze auch wegen den Videos, wo ich nicht drankomme momentan, weil es gibt andere Prioritäten, was muss voranbringen, was schneller geht. So, was morgen ist in Verstandsebene? Was morgen ist in Gefühlsebene? Und wo sind die Tendenzen vom morgigen Tag? Ach so, wie immer, Kollektivlegung, du kannst angesprochen fühlen oder auch nicht. Das sollte dich anregen, nachdenken, anschauen, überlegen, vielleicht auch reinfühlen, betrachten.
Die weitere Situation ist dabei, vielleicht auch Verschuttetes wirst du merken. Das Weitere ist, ich kenne daran nicht, liebe Männer, ummünzen. Vielen Dank für Likes, Abonnements und Kommentare. Und vielen Dank für euren Dasein, für eure wunderbaren Kommentare. Und es tut mir unglaublich gut, wirklich meiner Seele, mir geht es nicht bei Weichhörn, meinen Ego oder sowas in die Art. Mir tut es unglaublich gut, dass meine Worte, meine Lebenserfahrung oder mein, ja, was ich auch durch Leid auch erlebt habe, irgendwie jemanden weiterbringt oder auch berührt. Das alles, was ich erlebt habe, hat einen Sinn. So, morgen sind wir in der Analyse von Feierlaune, Vergnügen. Ja, frag dich, wo bist du in Vergnügen? Was ist Vergnügen für dich? Was kannst du für dich tun? Und es ist ganz wichtig, diese kleine süße Rituale ist, was dir gut tut. Ich habe jetzt aus religiösen Gründen vorgestern angefangen, wieder Mantras singen. Ich habe längere Zeit nur Mantras angehört, habe jetzt angefangen und ich habe wieder gemerkt, wie stärkt das mich, wie gibt mir Kraft. Die Buddhisten kennen das auch. Ich bin Hinduistin. Wie hilft es? Und wenn du hast irgendetwas, ob das ist Meditation, ob das ist Walking oder auch du liest religiöse Schriften, egal in welchem Glauben, und das dir Trost bringt, hilft, dann mach das. Wenn dir hilft, spazieren gehen und so weiter, was dir bringt Vergnügen und verbessert deinen Leben, mach das. Wenn das ist Malen, mach das. Wenn das ist Buch lesen, mach das. Gib dir Positives. Gib dir Positives und vielleicht analysiere, was Positives in deinem Leben hat gemacht. Zum Beispiel, wenn das ist Sport, du kannst nicht mehr Sport machen und du sitzt, aber du kannst vielleicht mit Händen etwas machen. Vielleicht kannst du dich aufheitern durch gute Musik. Mach es. Verwende diese Skills. Schau dir genauer, betrachte das auch an. Was tut dir gut? Was tut dir deiner Seele gut? Natürlich, die Dinge, wo vor 20 Jahren mir geholfen haben, jetzt nicht mehr. Das ist klar. Es verändern sich die Situationen. Aber schau dir, was kannst du dir Gutes tun? Und das ist sehr, sehr wichtig. Vor allem, wenn es nicht gut geht. Wenn du erlebst Schicksalsschläge, schwierige Zeiten, ist es wichtig, tun etwas für deine Seele. Auch wenn das ist Badezimmer, Badewanne. Mit paar Teelichtern. Oder Spaziergang. Wenn ihr Interesse habt an WhatsApp-Gruppe, bitte melden, dann werde ich eröffnen. Ihr könnt dann miteinander auch austauschen über Gott und die Welt. Ihr könnt dann sozusagen auch durch die Gemeinschaft auch Kraft holen. Ne? Wenn es euch gut tut, macht es. Teilt mir mit, ob ihr seid interessiert. Ihr könnt dann immer reinkommen, rausgehen. Natürlich muss ich auch gucken, dass es auch die Regeln wird. Ich möchte, dass es keiner wird beleidigt, keiner wird verletzt und auch nicht aufgebunden, irgendetwas. Da muss dann vielleicht ich eure Hilfe untereinander zu schauen, auch annehmen oder auch bitten. Aber wenn es euch gut tun würde, auszutauschen miteinander. Ja, warum nicht? Wenn ihr dann Kraft voneinander in einer Gruppe holen könnt, ja bitte, dann mache ich das auch. Und euch dann sozusagen miteinander veredle. Nur zu. So, die zweite Karte. Hier geht es um Krankheit. Ja, die Krankheit müssen wir analysieren. Es ist immer Thema ist das Gefühl, dass es vielleicht auch als gefühlsmäßig fühlst du dich schlapp und krank. Es ist momentan sehr viele Energien in der Luft. Da auch auseinandersetzt man auch mit eigenen Gefühlen. Wenn du hast depressive Stimmung, das ist beschissen, kenne ich auch. Versuch durch Positiven aufzubauen. Such dir, was dir positiv ist. Also ich habe sehr viele Skills. Also ich verwende, also Skills sind die Fertigkeiten, was man eingeübt hat. Zum Beispiel, wenn ich wütend bin, ich muss laufen. Oder irgendwas putzen.
Das hilft mir. Und ich meine, das geputzte Wohnung hat sich noch nie über meine Wut beschwert, ne? Oder irgendetwas. Oder ich laufe dann zum Einkaufen. Oder auch, ich habe auch andere Skills, ne? Was ich nutze, um mich zu regulieren in den Augenblicken, was mir auch gut tut. Und das ist auch Erfahrungswerte aus Reflexion. Wo ich reflektiert habe, angeschaut, wieso, warum, weshalb und für was ist gut. Das ist auch eine ganz wichtige Frage. Für was ist das gut? Was habe ich daraus gezogen? Und die dritte Karte, Tendenzen, ist, hier wird es gehen um dich. Und es ist gut, immer wieder anzuschauen, weil wir sehr gerne uns ablenken an den anderen. Wir regen uns auf über unseren Partner. Wir regen uns auf über unsere Freunde. Wir regen uns auch über den Chef und unsere Kollegen und weiß der Geier wen. Aber wichtig ist anzuschauen, wieso regt es mich auf? Wieso regt es mich auf? Wieso das berührt es mich? Wieso ich bin damit so beschäftigt, dass es einen großen Raum bei mir einnimmt, meine Zeit einnimmt, meine Energie einnimmt. Und das wichtigste Frage, von was will ich damit wegfliehen? Von was will ich, ja, wegkommen? Wenn du aufbaust Illusionen, ich baue auch auf Illusionen, das war bei mir in den letzten Wochen, ich habe zu viel war in meinen Ehrgeizmodus und Ehrgeiz und Wunsch und für diesen Projekten und so weiter. Ich habe Red Flags nicht gesehen. Ich habe nicht gehört, dass mein Gegenüber sagt, ich habe keine Zeit, ich habe keine Kapazitäten. Gleichzeitig auch wurde mitgeteilt, ich möchte und so weiter. Und das habe ich nicht gesehen. Dann habe ich gefragt, von welchen Illusionen, warum ich bin in diese Illusion reingesteigert und warum ich bin so diesen Impuls gegangen, das muss ich haben. Es ist so, dass das Projekt ist nicht zu Ende, das Projekt wird laufen, es ist nur ganz einfach, momentan funktioniert nicht. Aus verschiedenen Gründen bei mir und auch gegenüber. Und ich habe diese Red Flags und diese Worte auch nicht gehört. Das war mein Fehler. Natürlich, dadurch bin ich sowas von auf die Schnauze gefallen, weil ich habe mich total reingesteigert. Ich bin einer Illusion von viel Möglichkeit, das zu tun, total reingesteigert. Ich habe diese Worte, es geht nicht und freundlich und dann auch kulturelle Differenzen nicht verstanden. Ja, passiert. Aber ich habe daraus gelernt. Rausgelernt, achten mir, was mir wird mitgeteilt, auch freundlich mitgeteilt, weil ich bin eigentlich direkt bei mir, weiß ganz genau, wo man bei mir steht. Und da habe ich meinen Fehler, was immer wieder wird mir aufgezeigt, irgendwie auf die Schnauze gefallen. Weil nicht alle Menschen können diese direkte Art zu sprechen, wie ich spreche. Und ich verstehe dort nur Direktheit. Also durch Beblumung habe ich Probleme zu verstehen. Und dann auch die Frage ist das, warum bin ich in diese Illusion reingesteigert? Von welchem Team habe ich ausgeblendet? Ich habe private Themen, die ich habe ausgeblendet. Und das ist wirklich wichtige Thema. Warum ich beschäftige mich von außen? Warum beschäftige mich mit anderen? Warum ich nicht komme mit mir selber in Kontakt? Warum ich ablenke mich von etwas? Das ist ganz wichtig. Und auch Illusionen anschauen. Oder Pläne oder Hoffnungen. Hoffnung ist sehr, sehr sinnvoll und auch notwendig. Aber manchmal wir auch nicht nur in der Hoffnung reinsteigen. Wir reinsteigen auch in eigenen Palast der Illusion. Also wir ziehen in einem Schloss der Illusion und das ist eigentlich auf nichts gebaut. Das ist auf Luft gebaut. Und manche Red Flags sozusagen nein oder geht nicht, ich kann nicht, ich habe nicht die Zeit, ich habe gerade nicht den Kopf oder wie auch immer nicht hören. Und dann landen wir auf die Schnauze. Und eigentlich dahinter ist, wir sind reingestiegen in diese Illusion, zumindest bei mir war in den letzten Wochen, das habe ich für mich erkannt. Ich bin reingestiegen in diesen Schloss, weil ich wollte meine Privatthemen nicht anschauen, weil da musste ich handeln. Und das Handeln wäre nicht so schön. Also, ich lieber einsteige in eine Illusion, eine Hoffnung, statt mit Dreck beschäftigen mich. Und das ist auch so, wenn du dann einsteigerst in irgendwelchen Sachen, und zum Beispiel bei der Arbeit oder mit deinem Freundeskreis und so weiter, du rennst von irgendetwas. Ja, die Frage, von was?
Es gibt etwas vor deiner Tür, das muss dringend angeschaut werden. Vor was rennst du in diesem Augenblick? Das ist ganz wichtige Frage. Warum schaust du diesen kleinen Krümel auf den Boden und schaust nicht den ganzen Berg von Dreck hinter dir? Das ist ganz wichtige Frage. Es ist einfacher, nach außen zu schauen, als nach innen. Weil man mit innen, wenn man beschäftigt, muss man eigene Unvollkommenheit erkennen. Und das ist schmerzhaft. So, wir gehen weiter. Was ist morgen so los? Also ich sage gleich, ich versuche heute noch 3 Videos machen für Krebse, Löwe und Jungfrau wegen der Trennung. Ich weiß es nicht, ob das schaffe ich noch heute aufzuladen, also hochladen, weil das ist Bearbeitung und ich arbeite nur in produktive Zeit. Deswegen seht ihr dann plötzlich nachts kommen irgendwelche Videos, weil dann ist produktive Zeit. Ja, da kann auch nachts sein, produktive Zeit. Ich bin meistens auch produktiv nachts, kann aber mit meinen Nachbarn nicht machen. Das geht nicht. Meine Nachbarn müssen um 5 Uhr morgens aufstehen und ich habe eine riesige laute Klappe. Also kann ich nachts nicht arbeiten und um 10 Uhr ist das Schluss. Auch aus, natürlich aus Rücksicht von meinen Nachbarn und die haben echt nicht mit, einfach mit mir. Also vor allem auch, wenn ich bete tagsüber oder auch allgemein. Und ich wirklich, mir tut auch leid, was die alles mit mir durchmachen müssen. Sozusagen. So, schauen wir. Was ist morgen so in der Luft? Das kann sein, dass es direkt dich betrifft oder auch indirekt, ne? Es ist, ich immer meistens nach ein paar Wochen oder nach 2 Wochen so erkenne, da war ich auch dabei. Das war auch Karten für mich, weil ich eigentlich normalerweise kaum lege Karten für mich. Ich bin da sowas von bedienen mit, denke ich. Also, was ist los? Die erste Reihe, geschäftliches, finanzielles und berufliches, wie ihr weißt, es kann sein, dass du gehst in Resonanz oder auch nicht. Und es kann sein, dass es überhaupt nicht deine Karten sind, sondern du mit etwas bist beschäftigt. Also etwas anschaust bei anderen. Wir lernen auch durch andere vieles. Und auch etwas ganz Wichtiges auch bei dem allem ist, die Karten sagen Tendenzen, die sagen nicht wirklich, was passiert. Also es ist, wenn ich wäre super, super gute Kartenlegerin, glaub mir, ich würde hier nicht drum herumlaufen. Nicht missverstehen. Ich kann einen Menschen erreichen und ich sehe in Zukunft. Ich bin auch gewisserweise hellsichtig. Ich rede nur einfach darüber nicht. Aber wenn ich wäre Top 10, ich würde hier nicht rumlaufen. Nicht frei rumlaufen. Und natürlich, es ist immer die Sache, wann ist es gut oder nicht. Weil ich habe auch zum Beispiel auch als Kartenlegerin, früher habe ich gemeldet bei einer Kartenlegerin, ich war wichtige Entscheidung war und ich dachte, ich habe schon trockenen Tüchern. Sie hat gesagt, nein, haben Sie nicht, das dauert noch ein Jahr. Halbes Jahr oder Jahr? Ich glaube, halbes Jahr war das. Und dann dachte ich mir, was für blöde Kuh, als ich habe aufgehört, mit dir zu telefonieren. Später habe ich herausgefunden, sie hatte Wahrheit gesagt. Aber ich hätte sie bewertet als blöde Kuh. Da kamen viele Sachen dazwischen, wo ich nicht dachte, dass es wirklich ist. Noch nicht in trockenen Tüchern. Ne? So ist das. Und manche Sachen, wir wollen auch ausblenden. Weil wir haben in der Hoffnung. So, die dritte Reihe, die Liebe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Und die vierte war Reihe der Schicksal. Ja, so, schauen wir, was sagen die Karten? Also hier geht es Emotionen, geschäftliche, finanzielle, Emotionen, Verlust. Also ich hoffe, dass irgendwelcher Stress, emotionaler Stress geht da, damit in Verlust. Vielleicht auch etwas, du nachdenkst über, wo die Emotion gibt es nicht mehr. Das, was jetzt gerade passiert, hier in diesem Bild, ist schicksalhaft. Es ist Prüfung. Bitte nicht missverstehen. Wir haben alle Prüfungen. Zum Beispiel, du hast Not am Geld. Das ist gängiges momentan bei uns allen.
Was machst du aus dieser Situation? Wie kommst du ans Geld heran? Bist du, veräppelst du jemanden, verarschst du? Auf gut Deutsch, betrügst du? Oder tust du es nicht? Und das ist wirklich, die Situation muss kompliziert sein, um deine Beweggründe zu prüfen von oberer Macht. Wie du handelst, das ist die Prüfung. Das genau ist die Prüfung. Deine Gedanken in diesem Augenblick, deine Handlungen, wieso, warum, weshalb. Wie gehst du mit dieser schwierigen Situation um? Das ist die Prüfung. Es ist nicht die Prüfung, dass du hast kein Geld. Es ist die Prüfung, wie du gehst mit dieser Situation um. Diese schwierige Situation um. Fügst du jemandem Schaden zu oder bittest jemand um Hilfe? Oder suchst du andere Wege, statt irgendwas, ja, was dir sozusagen nicht gut ist, zu tun? Was machst du? Das ist die Prüfung. So, hier geht es um Schicksalhaftes. Schicksalhaftes, Verluste von Emotionen, Verluste von, ja, vielleicht auch Aufregungen, Gefühle. Aber das ist, worüber du denkst. Ich weiß es nicht, warum ist das ein Liebesthema? Hier ist in Beziehungen, geschäftlichen, nee, geschäftlichen, finanziellen und beruflichen. Vielleicht geht es um eine Liebe in Arbeit. Vielleicht schaust du irgendwie, da pendeln zwei Kollegen miteinander. Kann auch sein. Oder da ist Knister zwischen den beiden. Aber hier geht es Brücke bauen. Vielleicht geht es hier um dich, für dich Brücke bauen in herzlichen irgendwie zu anderen Menschen. Weil das ist nicht nur die Liebe, das ist auch Herzlichkeit, Liebesvolles. Und hier ist Diplomatie, Brücke bauen, verbinden mit den anderen. Auf jeden Fall, wenn es ist ein Thema, wo du hast schicksalhafte Prüfung, sei positiv gegenüber anderen. Das wird auch für dich dauerfristig auch besser sein als negativ. So, wir schauen weiter. In den Sozialen, hier geht es Einladung, hier geht es Einladung, Besuch, etwas Schönes. Etwas, was dir Freude bereitet. Und hier geht es Maske bei der Harmonie. Also wir können nicht alle harmonisch sein. Das geht es nicht. Das geht auch nicht. Es ist auch, wir haben auch beschissene Tage oder wie auch immer. Ich hatte letzte Woche so viele Probleme mit meinem Mund. Deswegen konnte ich auch nicht so viele Videos machen oder auch musste auch vieles liegen und lassen und musste kommunizieren, mir sozusagen schriftlich. Da musste ich auch gewisserweise Masken tragen, meiner guten Laune. Ja, was bringt es, wenn ich jammer? Oh, es tut mir weh, es tut mir weh, es tut mir weh. Ja, ins Gesicht kopfmäßige Schmerzen, das weißt ja alle. Das ist nicht schön. Um jedes Mal irgendwie zu reden und mit Schmerzen macht es auch keinen Spaß. Ne? Und wir manchmal müssen uns zusammenreißen und maskieren unsere Harmonie, auch weil wir nicht in diesem Augenblick sind. Und wenn du kennst, dass du hast Schmerzen, und jemand, der über den Weg läuft, mit dem du hast irgendwie noch nicht ganz alles geklärt und du bist voller Emotionen, vielleicht auch negative Emotionen, da muss man echt zusammenreißen, um freundlich zu bleiben. Aber du musst freundlich bleiben, auch tricksen, ja, das ist Trickserei, es ist nicht authentisch, um die Harmonie zu bewahren. Oder auch Maske anziehen, um Harmonie zu bewahren. Die brauche ich auch manchmal. Ich glaube, das kennt ihr alle. Aber es ist so, dass es hier kommt bei dieser schönen Angelegenheit, wo möglicherweise du denkst über die Masken, der Harmonie von dir oder anderen, wird kurze Blockade stattfinden. Die Blockade wird laufen weg. Es wird auch mit Glück am Ende sein. Alles wird gut. Es wird alles gut enden. Im sozialen Bereich. Ob das ist Verwandte, Freunde, Bekannte und so weiter. So, in der Liebe. Oh, in der Liebe, hier geht es um den Herzensmenschen. Hier ist ein Mensch, der schaut auf Freundeskreis. Der macht Gedanken über Treue, Liebe, Aufrichtigkeit, Loyalität. Bei Hund steht auch nicht nur Treue, das ist auch Loyalität. Das ist jemand, der es wirklich gut meint. Das ist wirklich Freund. Das ist aufrichtige Person.
Manchmal Hund kann auch für einen devoten Mann stehen. Also nicht missverstehen, devot in der sexuellen Sicht, sondern das ist ein Mensch, der ist eher angepasst. Angepasster als du vielleicht in dieser Situation. Und hier dieser Herzensmensch schaut auch, dass häusliche Themen Klarheit bringen, ne? Familiäre Themen Klarheit bringen bei einem Labyrinth, wo man nicht weiß, wohin. Was soll ich tun? Und das ist auch so ein Knoten, wo man weiß nicht, was muss ich ziehen? Welchen Faden muss ich in diesen Knoten ziehen, dass es irgendwas bringt? Und dieser Mensch versucht, den familiären Sachen klar werden, um diesen Knoten zu lösen, einen Ausweg zu finden. So, das ist die Liebe, wahrscheinlich dein Herzensmensch. Das kann seine familiäre Situation sein. Muss er nicht gleich für ihn alleine, wenn er steht, sondern auch mit anderen Menschen, was für ihn auch vielleicht innere Familie ist oder nicht als Herkunftsfamilie, sondern was für ihn als, ja, das ist Rolle meiner Mutter, das ist Rolle meines Vaters, jemand, das wichtig ist, ne? Hier geht es um Nachrichten, schicksalhafte Nachrichten, auch eine Entscheidung ist unterwegs. Eine Entscheidung, entweder etwas unternehmen oder die Entscheidung ist auf dem Weg zu dir oder auch von dir. Hier macht man darüber Gedanken. Hier macht man auch Pläne, vielleicht diese Entscheidung kundzutun, mitzuteilen, anzufangen. Also wir gehen meistens ja auch längere Zeit schwanger, bevor wir etwas anfangen. Also schwanger mit Gedanken, mit Plänen, mit Ideen und auch Analyse und so weiter. Und hier geht es eine Nachricht und hier geht es schicksalhafte finanzielle Sachen beruflicher Art oder finanzielles auch Ausland. So, das ist die Tagesbotschaft. Ich versuche so viel wie möglich die Videos noch machen in meiner produktiven Zeit. Wenn die Trennungsvideos kommen erst und auch Tagesbotschaft in Nacht, dann weißt ihr Bescheid. Ich wünsche euch wunderbare Zeit. Bleibt gesund, bleibt in der Mitte. Bis bald.